Ja, man muss schon aufpassen, auch bei Früchten. Ich sag's euch, das ist wirklich... Aber man glaubt so gerne, wie gesagt, man sieht eine Werbung und denkt sofort so, ja, die haben recht. So. Man muss mal wieder ein bisschen mehr nachdenken. So. Ich habe das Gefühl, heutzutage, die Leute werden wirklich immer dümmer. Ich habe sogar eine Studie gelesen, in der steht, dass das menschliche Gehirn aktuell sich zurückentwickelt. Also das Gehirn wird gerade wieder kleiner. So. Und ja, wenn du mal einen Abend RTL 2 guckst, dann weißt du auch, warum. So. Also mir macht das so ein bisschen Sorgen, so, weil wenn du das Privatfernsehen anschaltest, also ich denke mir bei 95% der Leute immer so, ups. Ich glaube, deine Schaukel stand früher auch zu nah an der Hauswand. Aber in beide Richtungen. Also, ich denke mir mal, was ist denn los mit den Leuten? Auch wenn ihr so Live-Reportagen irgendwie seht, wenn irgendwie so ein Wetterbericht oder so ein Stadtfest oder sowas oder so im Schwimmbad, dann gibt es immer diesen einen, der so hinten durch die Kamera hüpft. Diesen mit so einer Käppi nach hinten. Wo ich mir denke, Alter, so, ey, also ich meine, reicht's nicht, dass du so eine Fritte bist, so? Warum willst du das auch noch Millionen von Menschen zeigen? Also was ist dein Beweggrund dahinter? Ich verstehe es nicht so. Und dieser Mensch, dieser, der war mal die schnellste von 400 Millionen Spermien. Die beste von 400 Millionen. Ja, was wären aus der letzten geworden? Ein Strohhalm? Ohne Knick. Ich find's schon crazy, oder? Ich meine, guck, überleg selber mal, ja, der dümmste Mann, der mächtigste Mann der Welt ist dumm. Das ist doch sehr beängstigend, oder? Also ich weiß, nicht jeder weiß das, aber Justin Bieber ist eine Fritte. Und es ist ja auch immer so, ich frage mich immer so dieses, guck mal, innerhalb der menschlichen Art, wir sind eine krasse Art, so, ne? Weil bei uns gibt es so ein Gefälle. Es gibt so wahnsinnig intelligente Menschen, ja. Und, das war ein sehr lauter Lacher, das ist nicht fair so. Aber es gibt sehr intelligente Menschen, ja, und es gibt halt Sarah, ne, und Pietro, aber Alessio geht's gut, keine Chance. Ich frage mich mal, gibt's auch irgendwie dumme Tiere, gibt's so Gnus, die sagen, ne, vielleicht sind die Krokodile ja doch nett. Ja. Oder so Orchideen, die vergessen haben, wie die Photosynthese geht. Ja. Irgendwas mit Chloroform. Vor allem dein Intellekt ist ja auch maßgeblich dafür verantwortlich, wie du die Welt wahrnimmst. Das ist so, ja. Wie schlau du bist, wenn eine Nachricht auf dich zukommt, dann interpretierst du die nach deinem Intellekt. Zum Beispiel, wenn so eine Nachricht aufpoppt, irgendwie, es wurde ein neues schwarzes Loch entdeckt, so, dann denken die einen so, wow, eine astrophysische Erscheinung mit einer riesigen Gravitation im Sonnensystem, die eigentlich kaum zu erklären scheint. Und die anderen denken so, oh, schon wieder so eine Note, die keine Steuern zahlt. Also du hast, es ist wirklich eine Frage, so, wie gehst du da ran? Und ich glaube, der Grund ist, warum das Gehirn kleiner wird, weil alles nur noch smart ist. Alles ist nur noch smart. Dein ganzes Leben ist nur noch smart.